Jo meine Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen. Und ja, ich dachte mir zuerst, ich mache gar keinen Recap, weil das gestrige Rennen zuerst anscheinend nicht mal Recap erwähnenswert gewesen wäre. Boah. Also die deutsche Rechtschreibung ist wirklich Wahnsinn. Nein, Spaß. Aber es war dann auf einmal doch eine kleine Action Mittelfeld drin, bevor ich dann wieder zum Schluss fast 40 Runden lang eingeschlafen bin. Aber fangen wir mal ganz vorne an, der Start. Eine gute Startphase, kann man nicht sagen, Verstappen mega weggekommen, aber der beste von allen, Norris auf dem zweiten Platz, ist so perfekt weggekommen, konnte aber durch den Wheelspin das Ganze leider nicht zu seinem Vorteil beziehen. Dahinter ein bisschen Bottas etwas gestanden, auch Hamilton ist gut weggezogen, Bottas hat aber auch nichts verloren, dann auf einmal so noch mitten in der ersten Runde Safety Car. Keiner wusste so, why? Und dahinter hat sich dann rausgestellt, dass sowohl Schumacher als auch Kimi den armen Esteban Ocon gesandwicht haben und der ja einen vorderen rechten Achsenbruch hatte und ja dadurch die Safety Car Phase ausgelöst hat. Alles schön und gut, war dann auch nach drei Runden vorbei. Runde 4 wurde es ein bisschen spannender, weil der Safety Car dann reinkam und ja Verstappen den Ton angab, in Runde 4 reden wir, und der Restart war ein bisschen strange, muss man sagen. Er hat nämlich bis zur DRS-Linie, na, es war nicht die DRS-Linie, doch es könnte, ja, so knapp vor der DRS-Linie, bis dahin hat er so langsam wirklich alle in der, nach der letzten Kurve eingeschleift. Ich dachte schon, oh mein Gott, das ist wieder Mugello 2020, aber nein, war es Gott sei Dank nicht, also kann man echt gut sagen, da ist nichts passiert. Und alle sind auch heil durchgekommen. Aber er hat dann im noch so aufgewärmt, so richtig assi, asozial, Verstappen-like, hat er so aufgewärmt. Und im Aufwärmen, zack, hat er abgeschossen. Norris konnte nicht mehr so schnell reagieren. Und ja, dann natürlich Norris richtig im Beschuss von Perez, der sich da echt gut, und auch Hamilton und auch Bottas waren nah an Hamilton dran. Norris da richtig im Beschuss. Und aus der ersten Kurve raus wurde er da schon mal, ist er da schon mal ein bisschen über den Asphalt raus, Perez, weil da kein Platz mehr war. Kurve 2, Kurve 3 oben am Berg, dann sind alle, also so sind Bottas und Hamilton hinter Norris und Perez gefahren. Und ja, Hamilton hatte da den kürzeren, ist innen gefahren, Bottas vorbei und in Kurve 4 kam es dann ein bisschen zu einer Kollision, in dem. Er sitzt dann auch auf den Bildern und ja, in dem halt der liebe Perez innen, also außen beim Kies vorbei wollte und Lando das natürlich nicht zugeben oder zulassen wollte. Für mich persönlich wäre es nicht strafwürdig gewesen, weil Perez ja auch zurückziehen hätte können. Aber ich weiß nicht, wie er das sieht. Auf alle Fälle hat dann Perez den Kürzeren gezogen, ist ins Kiesberg gefallen. 10. Platz und das Aufholen hat dann von ihm begonnen. 8. Runde, Verstappen ist eigentlich unangefochten da vorne weggefahren, weil Norris die Mercedes, ich will nicht sagen eingebremst hat, aber war dann natürlich von der Pace schon ein bisschen langsamer. Und der Red Bull ist halt auch einfach eine Macht in aktuell. Dann in Runde 20 hat auch Hamilton sich endlich nach 12 endlosen Runden, oder besser gesagt nach dem Vorfall, das waren 16 Runden, sich endlich ein Herz gefasst und war dann auch endlich nah genug dran, um Norris zu attackieren. Das ist alles gut gegangen, einfach mal ein Überholmanöver, was normal war. Runde 31 springen wir, nach Hamilton geht nur noch Bottas in die Box und ja, in der Zwischenzeit hat auch Norris für diese Kollision eine 5 Sekunden Strafe bekommen für forcing another driver off the track, also weil er halt jemanden von der Strecke gedrängt hat. Ob die jetzt gerechtfertigt war, ist eher nebensächlich, weil das Ganze noch auf die Spitze getrieben wird und das in Runde 42. Aber da jetzt gleich dazu, natürlich ging Hamilton in einer Runde vor in die Box, Bottas dann danach mit Norris gleichzeitig. Norris war zuerst vorne, war natürlich 5 Sekunden länger, ist er gestanden und da ist auch Bottas vorbeigefahren an Norris. Das war auch ziemlich klar. 42. Und ja, was soll man sagen? Nach einer Aufholjagd von Perez hat sich der nachher wieder auf P6 zu Leclerc vorgearbeitet und ja, hat ihn dann auch überholt. Und ja, Leclerc wollte den außen überholen, war natürlich auch mit wieder in Kurve 4, war außen an ihn dran und man hat es genau gesehen, wie Perez rübergelenkt hat, einmal berührt hat und dann nochmal rübergezogen hat, sodass Leclerc mit den beiden linken Reifen ins Kies fahren musste. Wie ist so schön gestanden? Wie die Sky-Kameras belegte,
zeigte Leclerc Perez nach dem Schieben mehrmals den Stinkefinger. Ich habe diese Szene so gefeiert, wirklich. Also, besser kann man sich schreiben, wirklich. Ein paar Runden später hat sich dann Leclerc natürlich, ist ein bisschen zurückgefallen, aber auf den gleichen Platz geblieben. 6 Runden später, um genau zu sein, hat er sich wieder dran gerobbt an Perez. Kurve 6 diesmal, diese schnelle Linkskurve. Ich muss auch sagen, für den ersten Vorfall gab es natürlich eine 5 Seconds Penalty. War genau die gleiche Situation, nur umgekehrt. Diesmal wurde er vom Opfer zum Täter. 48, dann einfach mal die Kehrtwende. Also 48, bei 240 hat Leclerc ernsthaft probiert, außen Perez zu überholen auf dieser schnellen Linkskurve. Ich finde auch, Perez war vorne. Für die erste natürlich, das hätte sogar, haben die Kommentatoren gesagt, mehr als eine 5 Sekunden Strafe geben sollen. Und finde ich auch, weil das war mit Vorsatz. Und das ist halt das Schlimme. Und das nächste dann in Kurve 6 bei 240 ist dann Leclerc außen. Was soll ich sagen? Perez hat da leicht die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Und ich glaube, sie haben sich nicht mal berührt, aber durch diesen Schock ist Leclerc dann ins Kiesbett gefahren und war dann wirklich tatsächlich nochmal eine Strafe für Perez. Und das finde ich echt eine Schweinerei, weil das gehört sich nicht. Und das war, glaube ich, auch nicht, man überholt ja einfach nicht. Ein paar Runden später hat auch Alonso gegen Russell da zurückgesteckt, weil er einfach weiß, man macht das nicht. Und ein Leclerc sollte das auch wissen, dass man hier nicht überholt. Aber dann, dass das nochmal eine Strafe gab, fand ich ein bisschen überzogen, wirklich. Also, ich habe mir auch die Szene ein paar Mal angeguckt, aber die Szene, das hat mir nicht so ausgesehen, als ob das wirklich das strafwürdig wäre. Runde 53, Hamilton hat sich beim Rausfahren in Kurve 1 irgendwas beschädigt, man hat das nie so richtig erfahren. Auf alle Fälle musste er dann Bottas vorbeilassen. Und an der Folge, weil Bottas wirklich echt verdammt nah dran war und auch Norris schon nah dran war, an der Folge ist eine Runde später dann Norris auch an Hamilton vorbeigegangen. Sie hatten nichts mehr zu verlieren, die waren da, glaube ich, eine halbe Minute weg. Hamilton dann nochmal in die Box in der Runde 57, hat sich nochmal einen frischen Reifensatz geholt, hat dann auch die schnellste Rennrunde für kurze Zeit behalten, dann natürlich so gehässig, wie man bei Red Bull ist, sind die einfach natürlich, weil der eine halbe Minute Vorsprung hatte, die Konkurrenz hinter sich hat sich weggeschossen. Und ich meine, ich glaube aber auch, der Restart hätte, ich glaube, der war auch mit Hintergedanken von Verstappen, also der war sowieso mit Hintergedanken, aber ich glaube, beim Restart wollte er insgeheim Norris ausbremsen, dass Perez vorbeikommt, hat natürlich nur semi geklappt und hat auch in gewisser Maßen, wenn auch Verstappen jetzt nicht, wie soll ich sagen, primär schuld ist, Perez Rennen zerstört. Also wirklich, durch das Chaos, was er da hinten verursacht hat, hat er einfach mal auch Norris und auch Perez das Rennen zerstört. Und das kann man nicht beschönigen. Sie sind zwar selbst schuld, aber es ist ja gerade zu diesem Tohuwabohu gekommen, weil er ja alles eingebremst hat. Aber ich möchte natürlich Verstappen nicht die Schuld geben. Runde 68. Nach rundenlangen Fights, das war wirklich schon, ich würde nicht sagen interessant, sondern eher traurig für Alpine, schön für Williams, hat dann Alonso sich ein Herz gefasst und Russell überholt. Es ging um den 10. Platz, den hat er dann noch ins Ziel gerettet. 71. Runde, Verstappen war schon im Ziel, auch Norris und Bottas, also Bottas und Norris waren schon im Ziel. Ja, dann, was denkt sich, Vettel und Kimi? Wir holen nochmal einen raus, ich glaube, die waren eh nur 17. oder so, 15, 16, nur keine Ahnung, was die waren. Ich weiß nicht mal genau, wie oder wo die ins Ziel gekommen sind. Bei manchen Statistiken steht, sie sind Letzter und Letzter gewesen. Bei manchen steht, sie sind, Vorletzter, also Drittletzter und Vorletzter gewesen. Nein, 19, 18, also 17 und 16. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie ins Ziel gekommen sind, aber auf alle Fälle hat Ausfahrt Kurve Nummer 5 Vettel Kimi überholt. Ja, der gute Vettel ist dann ein bisschen zu früh und auch, ich weiß nicht genau. Also man kann auch sagen, dass Kimi die Spur gewechselt hat. Ich würde es nicht sagen. Ich würde sagen, die Schuld liegt zu 99, sagen wir mal zu 51% bei Vettel. Der ist dann mit seinen hinteren linken an den rechten vorderen von Kimi gekommen.
beide ins Kiesbett, aber beide sind noch ins Ziel gekommen. Und ja, was soll ich sagen, auch wenn ich das so ein bisschen, weil ich da ein paar Punkte finden habe können, aber in 71 Runden und 1,5 Stunden sind theoretisch sogar die Top 3 so ins Ziel gekommen. Ja, ich meine, Hamilton hat da ein bisschen geschwächelt oder so, aber trotzdem, der Rest war einfach langweilig. Ja, mein Fazit ist auf jeden Fall, das Rennen könnte wieder interessanter werden. Ich meine, ich finde es auch ein bisschen schade, dass nach der Ära von Mercedes, nach dieser Aaron-langen Ära, wieder die Ära von Red Bull beginnt, die ja jetzt wieder das mächtigste Auto haben. Und die, ich meine, das ist natürlich schön, dass es jetzt nicht wieder nur Mercedes ist, aber dass es jetzt wieder immer nur Red Bull ist. Ich meine, am Anfang war es echt cool, wie da rundenlang gefightet wurde zwischen den beiden, aber irgendwas muss der Red Bull noch gefunden haben, um jetzt da vorne einfach so souverän zu sein. Ich meine, sie haben natürlich mal den Faktor Verstappen, aber trotzdem, das kann nicht das Einzige sein. Das Auto ist so verdammt schnell und wenn selbst ein Perez mit dem Auto einen Win holen kann, dann weiß man, wie verdammt, nein, no front gegen Perez oder so, aber dann weiß man schon auf jeden Fall, dass da was im Auto drin ist. Kommen wir noch zu der Aufstellung. Wie gesagt, bei Vettel und Kimi bin ich mir nicht sicher, ob die so ins Ziel gekommen sind. Aber ich denke mal schon. Verstappen gewinnt also vor Bottas und Norris. Norris auch Drive of the Day verdient. Ich meine, er ist zwar von 3 auf 2 zurückgefallen, aber mit der 5-Sekunden-Strafe, die ja eigentlich für mich keine richtige Strafe war, hätte ich ihn auch zum Drive of the Day gewählt. Ja, dahinter dann Hamilton auf dem 4. Sainz auch mega stark. Dann Perez nur 6. Also, wenn man von 3 startet, will man natürlich nicht 6. werden. Ricciardo von 13 auf 7, finde ich auch, ist eine Mega-Leistung. Wenn man guckt, wie schlecht er letzte Woche war, war das diese Woche schon eine Eck besser. Und ich glaube, das hat ihm noch geholfen, wenn man da wirklich die 1:1 Datenübertragung vom letzten Wochenende hat. Da kann man echt was draus lernen. Leclerc dann auf 8 ist auch super. Also ich glaube, das von 10 oder so gestartet oder so, ja, geht besser. Gasly auch diesmal mal ins Ziel gekommen und sogar 2 Punkte. Alonso, wie gesagt, mega stark wieder. Russell dann auch zu Noda. Strollyboy diesmal echt schlecht. Giovinazzi, naja, Latifi, enttäuschend wie immer, aber trotzdem 15. ist auch okay. Wie gesagt, dann Kimi, Vettel, Schumacher und wie immer Mazepin ganz hinten. Ocon, wie gesagt, der einzige Ausgefallene. Kommen wir zu den Noten. Und da fangen wir mal natürlich vorne an. Verstappen von 1 auf 1 ist auch eine klare 1. Bottas da auch wirklich, auch wenn er sich da, auch wenn er da den Platz von Hamilton irgendwie geerbt bekommen und so weiter hat, trotzdem, er hat Norris souverän überholt, Norris überholt und auch dann souverän gegen Norris gekämpft. Also wirklich für mich eine klare 1. Auch Norris natürlich, ich meine, ohne der Penalty wäre der locker, ich würde mal sagen, näher an Bottas, wenn nicht sogar vor Bottas geblieben. Auch eine 1. Hamilton, naja, ich meine, ohne den Fahrfehler wäre es gar nicht zum 4. Platz gekommen. Oder ohne diesen technischen Defekt, den er ja verursacht hat, wäre es gar nicht erst da hinten hingeflogen. Deswegen ist eine 2 das Maximum, was ich ihm da geben kann. Sainz, mega stark mit dem Ferrari, super 1. Für mich Perez, der Loser of the Day, eine 4. Wirklich, der hat die 4 verdient, weil das war ein schlechtes Rennen. Von ihm verschuldete Unfälle und deswegen muss das eine 4 geben. Ricciardo mega stark, eine 2. Geht noch besser, zeigt Norris, aber es war schon ziemlich gut von 13. Leclerc auch eine 1, mega, wirklich. Also der ist auch gut gefahren. Gasly eine 2, sehr gut. Also ich meine, der haut den Alfa Tauri auch darauf und wenn der da auf 8, auf 9 ist, dann ist das auch das Maximum, was heute ging. Oder gestern ging, sorry. Alonso eine 2, war auch ein super Rennen. Russell, finde ich, hat trotzdem die 1 verdient. Ich meine, der hat sich, ich bewerte auch teilweise das Wochenende und ich meine, wenn man sich da auf 8 qualifiziert und dann trotzdem auch noch 11. wird mit einem Williams, wo der Teamkollege wahrscheinlich eine Runde hinten war, ist das einfach eine Mega-Leistung, wirklich eine Mega-Leistung. Ja, wie gesagt, Tsunoda eine 3, mittelmäßig wie immer. Stroll auch eine 3, letzte Woche viel besser. Giovinazzi eine 3. Was soll ich sagen? Es ist halt ein Alfa Romeo, man kann da jetzt auch nicht das Maximum raus. Und letzte Woche war 11., glaube ich, das Beste von dem Alfa Romeo. Diese Woche sind sie ein bisschen schlechter dran. Latifi in der 4, wirklich auch extrem schlecht. Wenn man guckt, wo der Teamkollege fährt, dann ist das einfach ein Desaster. Vettel und Raikkonen für mich. Vettel eigentlich ein gutes Rennen gefahren, aber dann mit dem Crash zum Schluss gibt es dann noch eine gute 4, würde ich sagen. Auch bei Kimi, ich meine, das muss nicht sein. Das sind zwei Weltmeister, zwei erfahrene Weltmeister und da kann ich nicht mehr als eine 4 geben, wirklich.
Auch wenn es ein bisschen diskussionswürdig ist, ich gebe Schumacher und Mazepin beiden eine 3. Sie sind wie immer eigentlich unkonkurrenzfähig. Deswegen auch beide eine 3. Mega gut gefahren, wenn man es nimmt. Und wie würdet ihr die Noten geben? Schreibt es in die Kommentare. Für heute war es mit dem Recap. Abonniert den Channel, ganz kostenlos. Und wir sehen uns hoffentlich später oder morgen wieder auf diesem Channel. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.